KinoCast. Ja, endlich. Ja, jetzt geht's los. Ne? Hallo und herzlich willkommen zur 750. Ausgabe vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Hallo auch von mir, hier ist der Erik. Ich begrüße euch alle und die gewährten Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen bunten Unterhaltungsmatinee mit den Filmen, die wir mitgebracht haben. Zum Beispiel Final Cut of the Dead, ein französisches Remake des Überraschungs-Zombie-Hits aus Japan, One Cut of the Dead. Mal gucken, wie der uns gefallen hat. Dann habe ich mir im Kino angeschaut The Banshees of Inisherin, weil der ja Oscar nominiert ist. Ich versuche ja alles zu schauen, was da so in Frage kommt. Und das war jetzt schon der erste Teil davon. Die anderen, da muss ich noch ein bisschen warten, bis die kommen. Ja, was haben wir denn im Heimkino? Oh, die Kate hat auch noch Elvis geguckt, nominiert für die Goldene Himbeere in drei Kategorien. dann Landshark habe ich geguckt, der hätte locker auch nominiert werden können für die Goldene Himbeere. Und ja, wir können auch über die Oscar-Nominierungen nochmal kurz sprechen. Ich glaube, das hatten wir ja noch nicht. Die waren ja letzte Woche noch nicht raus. Und natürlich auch die Goldene Himbeere, was da so nominiert worden ist. Serien. Oh, das interessiert mich. Die Kate hat Shrinking geguckt. Die haben wir, glaube ich, übernächstes Mal bei Fortsetzung folgt dabei. Aber die sah sehr interessant aus. Und ja, ich habe noch einen kleinen Hack für Netflix mitgebracht. Dazu kommen wir dann aber später im Serienbereich. Ah, der Chris und ich, wir waren in Final Cut of the Dead, in der Sneak Preview der Innenstadt-Kinos. Oh ja. Und das war sehr lustig, vielleicht noch ganz kurz dazu. Mhm. Ich habe nämlich beim Geschenke holen lag da ein T-Shirt zu eben diesem Film mit einer kleinen Nachricht an die Kinoleitung. Das haben sie mir dann rein. Und ich so, oh ja, witzig, okay, das kann man auch mal mitnehmen. Habe aber überhaupt nicht realisiert, dass dieser Film dann auch kommt. Ja, während der Chris nämlich dann nach der Moderation noch rausgegangen ist, um die Kiste wieder abzugeben und sich in den Saal zu begeben, stand schon eine erste Texttafel eingeblendet von dem Film. Da stand so sinngemäß drauf, Achtung, der Film ist sehr schlecht, aber bleibt sitzen, das wird besser oder so ähnlich, stand da drin. Und ich habe erst gedacht, okay, was kommt da jetzt? Und ich hatte gehört, dass es diesen Film gibt, aber ich habe nicht realisiert gehabt, dass es ein Remake sein soll von dem japanischen, den ich hier sogar auf Blu-ray habe. Final Cut of the Dead, französischer Film von Michel Hasanavicius, Hasanovic mit Romain Duris. Berenice Bejo, die kenne ich alle irgendwie nicht, mehr oder weniger unbekannte Darsteller, die aber ganz cool waren. Und man darf, also damals wurde mir der japanische Zombie-Film mit den Worten empfohlen, ich darf dir leider nicht sagen, warum, aber guck dir den an. Den gibt's hier und da zu kaufen und da ist Spoiler-Gefahr, deswegen sage ich mal gar nichts, gucken die einfach an. Und da habe ich mir den damals gekauft, das war auch nicht gerade wenig und hier auf Amazon die Blu-ray irgendwie und hab den geschaut, dachte ich, oh, was ist das für ein Scheiß? Und dann gibt es aber so einen Moment, wo der Film dann sich ändert und darüber, ab da dürfen wir jetzt allerdings auch nichts weiter erzählen, weil, ja, sonst wird man es verderben, vielleicht hinter einem Spoiler-Tag. Also der erste Teil des Films geht darum, dass eine Filmcrew einen Zombie-Film drehen möchte. Und das alles so ein bisschen low-budget-mäßig und mit der Hand am Ärmel und so. Und während sie diesen Zombie-Film drehen in einem Anwesen in Japan, der französische Film hat dann auch alles transportiert nach Japan. Also das spielt auch in Japan, obwohl man sieht, dass die Vegetation eindeutig nicht in Japan ist. Und Moment. Da muss ich jetzt, glaube ich, oder lass mich mal kurz überlegen. Doch, am Anfang ist es, doch. Die haben es in der Nähe von Paris gedreht, genau. Ja. In diesem komischen alten Hotel oder was das war. Und, ja. Und dann haben sie auch den ganzen Darstellern Namen gegeben. Also da gab es dann hier irgendwie einen Yoshimitsu und hast du nicht gesehen, Yoshiko und sonst was alles. Und dachte sich so, hä?
hä? Also, und dann wurde es mir irgendwann bewusst so, Moment mal, das erinnert mich sehr an diesen japanischen Film. Und ja, so war es dann nachher auch. Und mehr dürfen wir jetzt eigentlich nicht sagen, um da die Spoilergefahr, da ist eine zu hohe Spoilergefahr, was dann noch so passiert, glaube ich. Und das ist eigentlich die ersten 20 Minuten des Films, über die wir jetzt gerade geredet haben. Aber was dann noch kommt, ist eigentlich sehr sehenswert. Dann dürfen wir aber nicht drüber reden, so einen Spoiler-Tag machen, oder? Was meinst du? Ich will wissen, was da passiert. Mach einen Spoiler-Tag. Ja, oder? Achtung, Spoilerwarnung. Ja, also nachdem wir einen sehr, sehr trashigen Horrorfilm oder Zombie-Horrorfilm gesehen haben oder irgendwelche Leute, die versucht haben, eins zu inszenieren, macht der Film einen Cut, genauso wie damals der japanische Film. Und wir blicken quasi hinter das Geschehen in Top-Kamera-Auflösung und Einstellung, während vorher alles so gritty und dreckig war und schlechte Filmqualität und so. Und man dachte sich, ach so Gott, was ist das denn? Ja, blicken wir dann dahinter, wie versucht wurde, diesen Film zu drehen. Und hier... Das ist lustig. Ja, und da ist es dann noch so, dass eben dieser Film gedreht werden sollte. Und jetzt kommt der besondere Kniff von dem französischen Film, denn sie werden engagiert, ein Remake von diesem japanischen Film zu drehen, den ich auch kenne. Und in diesem japanischen Film ist eben ein langer One-Take drin. Und das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst gewesen, dass alles, was wir am Anfang gesehen haben, in einem Shot gedreht worden ist. Und ja, das braucht halt unglaubliche Vorbereitung. Man denke nur an solche One-Shot-Filme wie Victoria oder sowas. Und die machen sich natürlich einen Plan. Dann geht wahnsinnig viel schief beim Dreh und bei den Darstellern, weil die das produzieren, den Film, und die Regie führen, die haben zwar schon so ein bisschen Erfahrung, aber mit so einem schwierigen Projekt hatten sie auch noch nichts zu tun gehabt. Und wir sehen dann quasi hinter der Kamera, wie dann das Ganze gedreht wird, dieser ganze Film. Und das ist einfach so lustig, weil dann kommen auch die Diskussionen. Ja, weil dann die Produzentin aus Japan, die will eben, dass das wirklich eins zu eins umgesetzt wird, das Drehbuch, inklusive der japanischen Namen und so. Deswegen müssen dann die Franzosen irgendwie Yoshimitsu und sonst was heißen. Ja. Und das ist einfach so brüllend lustig gemacht. Also gerade auch, ich dachte erst am Anfang, jetzt haben die das versucht nachzumachen. Die haben sogar die Namen genommen, wie doof sind die denn, ne? Und dann hier irgendwie Chinatsu und Kashara und was weiß ich nicht und Shushuke und sonst was. Und dann macht das aber diesen Dreh und ich habe mich einfach nur beömmelt die ganze Zeit. Und das war so gut, so lustig, so herrlich, ey. Auch wie sie das klingt dann wirklich cool, wenn die so einen Dreh drin haben. Auch wie sie dann so mit wirklich einfachsten Mitteln versucht haben, irgendwelche Effekte zu machen, die sogar in dem One-Shot, den wir vorher gesehen haben, ganz cool aussahen. Dann haben wir gesehen, wie sie das gemacht haben, teilweise mit irgendwelchen Schläuchen, irgendwelchen Leuten Blut ins Gesicht gespritzt. Und dann, wenn was schief gegangen ist, wie sie es versucht haben zu fixen, da gab es halt so Szenen, was weiß ich, da standen plötzlich irgendwelche Leute gegenüber. Ja, und du, wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Und da hat man dann gemerkt, okay, da war eine Panne beim Dreh und die mussten irgendwie Zeit überbrücken, hatten keine Ahnung. Und das war einfach so lustig, dann das nochmal zu sehen. Und ich glaube, Chris hat es nicht ganz so gut gefallen, aber fand es schon lustig. Also für so eine Sneak war das doch geil. Also, also ist tatsächlich so, ich habe am Anfang, ich habe gedacht, um der J des Himmels willen, was ist denn jetzt eigentlich los? Meinen die das hier gerade ernst, was hier gerade passiert? und hat ja dann auch seine Auflösung gefunden und das war ja auch sehr, sehr cool gemacht und streckenweise schon auch. Ja, also du hast jetzt gesagt, brüllend komisch fand ich jetzt nicht. Es war schon recht amüsant. Also es hat mich nicht so komplett abgeholt im Endeffekt, weil ich es dann doch schon so ein bisschen arg überzeichnet auch fand. Aber trotzdem ist es ein Film, der Spaß gemacht hat zum Anschauen, wenn man die Anfangszeit überstanden hat. Also wenn man wirklich da durchgehalten hat und die ersten 20 Minuten oder sowas durchhält, dass man dann sagen kann, okay, jetzt wird's ganz erträglich, weil das war am Anfang einfach so
unfassbar unerträglich schlecht. Das kann es gar nicht anders sagen. Ja, völlig überdreht, also, die Bilder, der Kontrast und alles. Also ganz, ganz, ganz schlimm und ganz, ganz arg bescheuert. Und ja, vieles, wo du da gedacht hast, so, ey, das können die jetzt nicht ernst meinen. Und dann, wie gesagt, haben sie das sehr gut aufgelöst hinten raus. Das hat mir dann wieder gefallen. Aber so insgesamt so, ja, es ist ein cooler Film für die Sneak gewesen. Ich glaube, die meisten hatten wirklich auch Spaß im Saal und darauf kommt es ja dann auch an. Also es war jetzt nicht hier so ein 3-Stunden-Brett, wie wir es zuletzt öfters mal hatten. Und deswegen, ja, es war okay. Oh, ziemlich okay, fand ich. Also ich kenne natürlich auch den japanischen Film, das Original, und dadurch hat es mir halt nochmal mehr Spaß gemacht, weil die dann auch darauf Bezug genommen haben, auf so ein paar Sachen, die im Japanischen drin waren, und das fand ich einfach so lustig. Herrlich. Also ich hatte echt Spaß, auch so, was ich auch so mag, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken von solchen Filmen, wie wird irgendwas produziert, und es sah ja dann, wenn wir dann gesehen haben, was da für Probleme hatten hinter der Kamera, es sah dann doch erstaunlich gut aus, obwohl es natürlich schon ein bisschen scheiße aussah. Aber dafür, was die für Probleme hinter der Kamera hatten. Und das Beste war ja immer noch der eine Typ, der da die Musik gemacht hat. Ja, der war der Hammer. War cool. Genau, stell dir vor, Kate, die müssen halt bei so einem One-Take, brauchen die natürlich auch Musik. Das muss halt live eingespielt werden. Und da hatten sie so einen Typen, der war so mit so einem Keyboard. Und der hatte sein Drehbuch, wann, was, wo, wie. Und dann lief natürlich alles irgendwie schief. Und es passte nichts mehr zusammen. Und er war immer völlig lost. Und so hat dann irgendwas geklimpert. Und dann ist ihm das auch erstmal aufgefallen, dass teilweise bei manchen Szenen, die man am Anfang gesehen hat, irgendwie völlig unpassende Musik war oder irgendwas dahin geklimpert ist oder so. Ah, ich hatte so einen Spaß. Ich glaube, ich kaufe mir den auch noch, den französischen Blu-ray. Das war so cool, ey. Ich mag das ja. Also hat mir extrem, also für The Sneak war das auch, fand ich, ein idealer Film, weil die meisten Leute, also jetzt mich mal ausgenommen, kennen den Originalfilm nicht, und dann beginnt da so ein scheiß trashiger Zombie-Film, total schlecht geactet, gespielt, irgendwie Szenen, wo irgendwie, ja, wie geht's dir? Alle so, hä? Ja, das war der Knaller. Ja, und wie geht's dir jetzt so? Ja, okay, und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Okay, ja, und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Hab ich dich schon gefragt? Ja, ja, okay, und wie geht's dir? Ja, gut, geht's dir. Das ist völlig gaga. Ja, und genau, dann sitzen die Leute im Kino drin, und ich habe schon so ein bisschen in mich reingelacht. Da ich so, was werden die dann sagen, wenn dann der Bruch kommt, ne? Wenn es wirklich genauso läuft wie der japanische Film, ne? Und ich dachte bloß wirklich, die haben es 1:1 kopiert, auch mit diesen Namen. Dachte ich, okay, wie blöd sind die denn, ne? Also jetzt übernehmen die auch noch die Namen. Und dann kam aber noch die Ebene mit rein, dass die eben für das japanische Streaming irgendwie diesen One-Take da machen sollten. Und dann hat es für mich nochmal so einen zusätzlichen Kniff gegeben, und ich war einfach da voll dabei. Kann ich echt empfehlen. Jetzt gehen wir mal aus dem Spoiler-Talk wieder raus, damit wir mal eine Wertung geben können. Achtung, Spoiler-Warnung. So, jetzt sind wir wieder zurück von unserem Spoiler-Talk zu Final Cut of the Dead. Französischer Titel Coupé. Coupé. Coupé! Nee, das war da so eine Zeitschrift. Ich glaube, die gibt es immer noch, aber da ist ein Z hinten dran, oder? Ja. Echt die Zeit? Ich dachte, da ist ein Apostroph, keine Ahnung. Nee, hier, in dem Film, bei dem Film, so. Beim Originaltitel von dem Film ist ein Z hinten dran. Ja. Ja, was geben wir denn da so, Chris? Ich gucke, es gibt Coupé-Zeitschrift, gibt es tatsächlich immer noch. ich bin bei, weil, wie gesagt, ich den Anfang extrem schwierig fand und bei mir halt nicht alles gezündet hat, wie jetzt beim Erik. Ich bin bei 6,5 von 10 Punkten. Ich gebe 8 Punkte und möchte eine Empfehlung aussprechen zu diesem Film. Okay. Okay. Und apropos, kannst du ja gerne machen. Apropos Tipps und Empfehlungen, wie lautet denn der Tipp für morgen, für die morgige Sneak? Auf der Suche nach der Wahrheit. Ist da schon irgendwas eingegangen? Genau, ein Tipp, und zwar von dir. Die Frau im Nebel. Ah, genau, das ist so ein koreanischer Film, da ist irgendwas passiert und so ein Privatdetektiv macht dann so Ermittlungen oder sowas. Hätte ich gedacht, Suche nach der Wahrheit und so. Ja.
kann mich nicht mehr. Aber es kann kommt bestimmt auch, ein guter Film. Kann natürlich auch könnte was, auch ein Mein Name ist Otto sein. Sucht er nach der Wahrheit? Nee, das war doch, der war doch irgendwie selbstmordgefährdet am Anfang und sagt dann jetzt Scheiß drauf oder was. Und, oder? Der sucht doch nicht nach irgendeiner Wahrheit. Wenn das so ist wie das skandinavische Original. Ja, aber. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir lassen es überraschen. Sehen wir morgen das Sneak Preview. So, apropos Kino. The Banshees of Inisherin habe ich jetzt gelernt, nachdem ich den Film gesehen habe. Das heißt nicht Inisherin, wie ich zuerst immer falsch gesagt habe, sondern Inisherin heißt es. Ist eine Oscar-nominierte schwarze Komödie, wird es hier bezeichnet, vom Regisseur, der auch Brücke sehen und sterben gemacht hat und hat hier auch wieder Colin Farrell und Brandon Gleeson zusammenbekommen für diesen Film. Und ja, wie beschreibt man diesen Film am besten? Also es spielt auf jeden Fall auf der irischen Insel Inisherin. Und diese Insel liegt so ein bisschen vor dem Festland. Also das heißt, da muss man mit einer kleinen Fähre oder sowas übersetzen und kann dann halt aufs Festland rübergehen. Und auf dem Festland ist aber gerade findet gerade eine kriegerische Auseinandersetzung statt. Damals, ich glaube, war das Unabhängigkeitskrieg oder sowas von England oder so, der da stattgefunden hat. Irgend sowas in der Art. Und diese Schusswechsel und diese Bombardierung und sowas, diese Schüsse und Kanonenschüsse und sowas, bekommen die auf der Insel mit. Aber auf der Insel selbst findet keine kriegerische Auseinandersetzung statt. Aber die beiden besten Freunde, Colin Farrell und Brandon Gleeson in dem Film, der eine heißt Padraig und der andere heißt Corm, genau. Die gehen jeden Nachmittag, nachdem sie ihre Tiere und sowas versorgt haben, wie es halt so auf einer irischen Insel ist, treffen die sich im Pub und trinken da zusammen und labern über irgendwas und gehen dann wieder ihre Wege und das nun schon seit vielen, vielen Jahren. Allerdings hat sich an dem einen Tag Corm, also Brandon Gleeson, irgendwie verändert. Das heißt, als Colin Farrell ihn abholen möchte zur Kneipe, hat er sich irgendwie verändert. Er will nicht mehr mitkommen, sagt dann so, ja, nee, ich bin nicht mehr dein Freund. Ich gehe alleine. Geh bitte alleine in die Kneipe, ich komme nicht mit. So, erstmal völlig. Und alle auch in dem Ort, Colin Farrell kommt dann alleine in die Kneipe und da fragen gleich alle, ja, wo ist denn hier dein Freund und was ist da los? Und ist alles irgendwie in so kleinen Orten, kennt ja jeder jeden und so ist es dann auch sehr verwirrend für viele, dass da hier so ein Zerwürfnis offensichtlich stattgefunden hat. Allerdings ist Padraig sich keiner Schuld irgendwie bewusst und er versucht dann immer wieder zu seinem alten Freund, geht auch mal wieder hin und fragt so, ja, was ist los? Warum? Nee, ich will einfach meine Ruhe haben und so, ich will nicht mehr mit dir und so, lass mich einfach in Ruhe. Und er zieht dann auch heftige Konsequenzen, als er ihn nicht in Ruhe lässt. Er sagt dann, ja, wenn du weiter hier mir auf den Nerven gehst, jedes Mal schneide ich mir einen Finger ab. Und das macht er dann auch. Und so nimmt das dann eine ganz komische Wendung. Und der Regisseur hat das einfach sehr, sehr gut verstanden. Ist auch der Regisseur nicht nur von Brücke sehen und sterben, wo die beiden mitgespielt haben, sondern auch von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und von Sieben Psychos. Und der hat das wirklich absolut drauf, diese Figuren in dieser Ortschaft so darzustellen und das macht einfach richtig Spaß, ja, auf eine abgefahrene Art und Weise, sich das anzuschauen. Das Ganze ist aber natürlich auch so ein bisschen so ein Spiegelbild von der Gesellschaft, von der gesellschaftlichen Änderung, die da gerade stattfindet in Irland selbst, weil natürlich diese kriegerische Auseinandersetzung, wo teilweise dann, wo das so eine Art Bruderkrieg geworden ist, wo dann plötzlich die Menschen oder ehemalige Freunde gegeneinander gekämpft haben und sowas. Das wird natürlich hier auf der Insel, in diesem Mikrokosmos, auch auf eine Art und Weise dargestellt, weil, wie gesagt, die besten Freunde sind plötzlich entzweit und wollen miteinander nichts mehr zu tun haben und es fließt halt Blut und sowas. Das ist halt ein Spiegelbild von dem, was gerade auf der Hauptinsel abgeht. Und
ja, neben so eine Nebenfigur würde ich fast nicht sagen, ist die Schwester von Colin Farrell. Die, also Colin Farrell wohnt mit seiner Schwester zusammen in dem kleinen Hof und die will aber immer irgendwie raus von der Insel. Aber sie ist irgendwie so ziemlich die Einzige auf dieser Insel, die es dort wegzieht. Denn alle anderen haben sich irgendwie mit ihrem Leben so ein bisschen arrangiert und leben da halt so vor sich hin, aber sie hat da noch Pläne und sie setzt das dann halt auch um, was dazu führt, dass er dann auch plötzlich alleine ist auf der Insel und muss halt dann, sein bester Freund will ja nichts mehr mit ihm zu tun haben und das Ganze wird noch sehr dramatisch und ich will mal nicht zu viel verraten. Dadurch, dass das ja, jetzt weiß ich gar nicht, ist es als bester Film nominiert? Ich glaube, als bester Film hat es nicht unbedingt Chancen, weil da fand ich es ein bisschen, hätte es ein bisschen mehr Drive vertragen können an manchen Stellen und ein bisschen offensichtlichere, ein bisschen schärfere Satire vielleicht und ein bisschen schärferen Humor da drin. Da war es ein bisschen zu brav, zu sanft, aber hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen, der Film. Von mir 8 Punkte. Und das war jetzt... Klingt aber gut. Ja, ist ein sehr guter Film. Kann man sich klingt eigentlich nach einem Film für die Sneak auch eigentlich. Schade, ja, dass der nicht lief. Wäre gut gekommen, ja, denke ich mal. Ich finde es nur ein bisschen heftig, dass er androht, sich den Finger abzuschneiden und es danach tatsächlich tut. Und nicht nur einen. Das ist doch voll der Hilfeschrei. Ja, er sagt halt, wenn du mich nicht in Ruhe lässt hier, dann fange ich an. Und dann setzt er das dann halt auch um und ja, da gibt es ein bisschen noch, übertrieben. Echt noch dramatische Szenen. Ja, da denkt er, bist krass, du verrückt geworden? Warum machst du das? Und, ja. Ja, eben. Also da stimmt ja gewaltig was nicht. Uiuiuiui. Okay. Ja, deswegen, das nimmt halt so schleichend seinen Lauf, so diese Entfremdung, diese Abgedrehtheit und ja, ist vielleicht auch ein Thema, weiß nicht, für ein Geschichtsunterricht in der Schule, falls das Thema irgendwie mit Irland-Konflikt und so weiter, mit England-Irland und Protestanten und Katholiken und so weiter, falls das irgendwie Thema ist oder so, dann vielleicht auch mal diesen Film. Der hat ja auch einen nicht alt, das geht glaube ich nicht so lang, oder wie lang ging der? Moment, steht es hier irgendwo? Ich finde es gerade natürlich nicht hier auf der Seite, wo ich schaue, ist egal. Aber das wäre vielleicht auch eine gute Einleitung, um das Thema mal in der Schule dran zu nehmen. Wie auch in normalen Umgebungen plötzlich sich so Dinge einschleichen können, dass sich Leute entfremden und vielleicht sogar bis gegeneinander kämpfen und irgendwas. Okay, dann machen wir doch mal weiter. Mal gucken, was noch so anläuft im Kino und was in den Kinocharts drin ist. Vielleicht ist da was Spannendes dabei. Kinocharts und Neustarts. Die Kinocharts, da haben wir immer noch keine von Innenstadtkinos, oder? Nee. Ich hatte es ja mal angemeckert. Angemahnt. Angemeckert. Platz 5 in Deutschland, nicht in Stuttgart nur, sondern in Deutschland ist Shotgun Wedding. Den hatten wir in der Sneak Preview, eine spaßige Action-Komödie, die man mal gucken kann in dieser düsteren, kalten Zeit jetzt gerade. Mhm. Nur ganz kurz, auf Platz 6 ist Operation Fortune, den hatten wir den auch in der Sneak. Angucken, und, Platz 7, The Banshees of Inisherin. Inisherin, ja. In der Sharon. Also nur mal so. Also, 150 ja. Minuten, hier steht's. Ich sehe es gerade. Ja, guck mal. Und Platz 4, spannenderweise Film, den hatten wir auch in der Sneak, nämlich Babylon, Rausch der Ekstase. Das ist auf jeden Fall nichts, was man mal so spontan guckt oder so. Auf jeden Fall holt euch da vorher riesige Mengen Popcorn und Nachos. Das dauert etwas. Und eine Windel. Eine Windel, das hast du gesagt. Platz 3 ist Megan, den habe ich letzte Woche vorgestellt. Der war ja überraschend gut als Horrorfilmchen. Platz 2, der gestiefelte Kater. Oh, den habe ich ja auch vorgestellt, Mensch. Ja, ja, der war auch gut. Schöner Film mit Kindern zum Gucken. Platz 1, Avatar 2, The Way of Water. Mal gucken, wie lange der sich noch hält hier. Ja, da müssen wir auch mal rein, ne? Da müssen wir mal rein. Bin ich dabei. Okay, ja, mal gucken. Es läuft neu an. Es sei denn, es läuft irgendwas Gutes neu an. Ja, es läuft Plane an mit Gerard Butler als Pilot, der seine Besatzung nach einer Notlandung retten muss. Da habe ich einen Trailer heute gesehen. Das sieht geil aus. Ja? Okay. Ja. Just another Gerard Butler Movie. Ja. Bisschen, aber cooles neues Thema mal. Naja.
Es ist wie Liam Neeson so. Mal ist das, mal wird der entführt, mal ist im Zug, mal ist im Flugzeug. Jetzt ist Jared Butler auch mal im Flugzeug. Naja, mal gucken. Aber ja. Sneak wäre da geil, Plane. Für Sneak wäre auch super, ja. Ebenfalls startet ein Mann namens Otto das US-Remake der schwedischen Komödie Ein Mann namens Ove aus dem Jahr 2015. Mit Tom Hanks. So. Ne? Ist ja. Mein Sneak-Tipp läuft auch an. Die Frau im Nebel, ein südkoreanischer Mystery-Thriller vom Oldboy-Regisseur Park Chan-wook. Na, das kann ja nur gut sein. 138 Minuten ist auch unser Sneak-Raster. Ja, super. Es startet ebenfalls Concerned Citizen, israelisches Drama, in dem eine Kette an unvorhergesehenen Ereignissen dem schwulen, liberalen Ben seine unhinterfragten Privilegien und tiefsitzenden Vorurteile vor Augen führen. Aha, Bulldog, deutsches Drama, in dem das Mutter-Sohn-Verhältnis zwischen dem 21-jährigen Bruno und seiner 15 Jahre älteren Mutter 15 Jahre, okay, auf die Probe Älteren, gestellt wird. Ja. Ja gut, wenn sie 15 Jahre älter ist, die Mutter, dann hat sie ihn ja mit 15 gekriegt, auf die Probe gestellt wird, als Tonis neue Freundin einzieht. Das hast du gut berechnet, ja. Das wurde mir einfach gemacht, sag ich mal. Ich musste nicht gerechnet, es stand da. In der Reihe Best of Cinema startet Basic Instinct. Oder kommt Basic Instinct? Ja. Muss man mal auf der großen Leinwand gesehen haben. Ich sage jetzt nicht, welche Szene. Aus meiner Haut startet ein Drama, ein Science-Fiction-Liebesfilm von Studenten-Oscar-Gewinner Alex Schad, in dem zwei Paare in einem Ritual ihre Körper tauschen und somit die Welt und ihr Gegenüber mit anderen Augen sehen lernen. Okay. Ich wollte noch kurz was zu Basic Instinct sagen. Also es ist ein Top-Film. Was ich meinte ist, ja, nicht nur die Szene, die ja durchaus bekannt ist, sondern da gibt es direkt danach, nach dieser Szene, gibt es eine Szene, da lache ich mich jedes Mal kaputt, die ist einfach so gut, weil da ist dieser eine Typ, der auch bei Jurassic Park, glaube ich, war das der auf der Toilette gefressen wurde? Ich weiß gar nicht mehr, dieser etwas fülligere. Der Anwalt? Nee, dieser etwas, ah nee, da war der Anwalt. Nee, wer, der nee, Dicke? Ja, der etwas fülligere, der ist auch mit da bei diesen Ermittlern und der sitzt erst zurückgelehnt in seinem Stuhl, dann schlägt Sharon Stone die Beine übereinander und dann geht er nach vorne, so mit dem Kopf auf die Kamera zu, sein Kopf füllt die ganze Kinoleinwand aus und du siehst, wie ihm die Schweißperlen von der Stirn rinnen in dem Moment. Das ist einfach so gut, ey. Das ist herrlich. Ja, also deswegen unbedingt mal im Kino sehen, wer den noch nicht kennt. Was haben wir denn noch so Schönes? Daniel Richter. Ah nee, ist ein Dokumentarfilm. Steht aber Drama da. Über den deutschen Künstler Daniel Richter. Wann kommst du meine Wunden küssen? Gab es da nicht irgendwie einen Rap-Song, wo das eine Zeile war? Wann kommst du meine Wunden? Komm gerade nicht drauf. Drama um ein konfliktreiches Wiedersehen von zwei Schwestern und ihrer Freundin auf einem Hof im Schwarzwald. Ja, okay. Dann startet Pacifiction. Pacifiction. Aber worum es da geht? Pacifiction. Film von 2022. Hier, ein Spielfilm von Albert Serra aus dem Jahr 2022, der europäische Koproduktion zwischen Frankreich, Spanien, Deutschland und Portugal wurde beim Film. Aha, danke dafür. Auf der Insel Tahiti im Französisch-Polynesien ist der Hochkommissar der Republik. Das war der Film, glaube ich, wo die irgendwie die Atomtests machen oder so, ne? Vertreter der französischen Staates, ein berechnender Mann mit perfekten Manieren. Sowohl der einzelne. Angeblich wurde ein U-Boot gesichtet, dessen geisterhafte Präsenz eine Wiederaufnahme der französischen Atomtests ankündigt. Genau. Genau das. Ja. Ich glaube, sonst läuft nichts weiter an, so großartig. Ach, da unten kommt es nochmal. Ja, ist ein bisschen komisch gemacht gerade. Sehr gut. Kino.de. Wir wollen wieder die von der Innenstadt Kinos hier zurück. So, was haben wir denn so bei den Latest Weekend Charts von USA? Da ist Avatar immer noch ganz vorne. Und ist da irgendwas Neues dabei? Missing ist dabei. Worum geht's denn in Missing? Hat einen Platz 4 gemacht beim letzten Wochenende. Habe ich einen Trailer gesehen. Ja, worum geht's da? Um jemanden, einen Vermissten. Und das ist wieder so ein On-Screen-
Ach. Film. Ja, das ist dieser neue Searching. Online wurde immer den, genau, dieser neue Searching, richtig, genau. Ah, genau, stimmt, stimmt. Wo du immer den Computerbildschirm oder das Handy-Display und so siehst und dann da nach jemandem gesucht wird. Ja. Hatte ich tatsächlich. Irgendwie ein Mädchen sucht, ich glaube, ein Mädchen sucht ihren Vater, irgendwie sowas. Mhm. Top-Film auf Netflix weltweit, You People, Platz 2 Narvik, Platz 3 immer noch Glass Onion, mal gucken, was in Deutschland da... You People habe ich auf meiner Watchlist, den will ich eigentlich jetzt die Tage gucken. Aha. Bin ich mal gespannt. So, in Deutschland, Top 10 Netflix, ob das stimmen kann, da ist Jolt, J-O-L-T, den hatten wir doch mal besprochen, den hatten wir, glaube ich, als Rezensionsdisc mal gehabt. Es war dieser Actionfilm, der ein bisschen nichtssagend war. Okay, den gibt es jetzt auf Netflix. Und auf Platz 2 ist in Deutschland You People. Und Platz 3 ist Devotion. Platz 4 ist All Quiet on the Western Front. Jetzt haben wahrscheinlich manche die Oscar-Nominierungen da doch mal, sind da hellhörig geworden und haben den doch mal geschaut. Bei den Shows ist in Deutschland übrigens Platz 1 Lockwood und Co. Sagt mir gar nichts. Okay, so. Dann begeben wir uns doch mal ins Heimkino. Heimkino. Die Kate hat Elvis geschaut. Genau, ihr habt gemacht. Ja. Ihr habt den ja letzte Woche, glaube ich, war es vorgestellt und da habe ich dann gedacht, jetzt muss ich den doch auch mal angucken. Ich habe den ein bisschen etappenweise geguckt, weil immer irgendwas dazwischen kam. Ich fand den schon gut, aber ich fand den jetzt nicht so gut, wie ich jetzt schon von ein paar Leuten gehört habe, dass er sein soll. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich dachte, du willst es noch ein bisschen ausführen oder so. Nee, der Bekannte von uns sagt, sie hat teilweise geweint in dem Film. Also ja, okay, es gab schon Szenen, die waren schon traurig, das mit der Tochter und so, gar keine Frage. Aber dass ich jetzt, ich weiß nicht, so emotional fand ich den Film jetzt nicht. Ich fand das ich fand schauspielerisch top, also auch besetzungsmäßig fand ich das richtig gut. Story gut ist bekannt, bisschen mehr hinter den Kulissen ist ganz interessant gewesen. Ist ein guter Film, aber halt über kein neues Thema. Das ist halt schade gewesen. Mehr brauche ich glaube ich nicht dazu sagen, ihr habt den ja ausführlich besprochen. Also für mich war es dahingehend neu, dass ich nicht wusste, dass er da irgend so einen Manager hatte, der ihn da so in alles reingepusht hat. Aber ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wie viel das irgendwie für den Film jetzt ein bisschen übertrieben wurde oder irgendwas. Da. Ja, das kommt halt noch dazu. Ich habe jetzt auch, der Film ist ja für die Goldene Himbeere nominiert, greifen wir mal ein bisschen vor, da hat man eigentlich später das Thema. Und dann habe ich mir mal die OV mal angeschaut oder mal reingehört. Das ist echt furchtbar. Dieser Dialekt, den Tom Hanks dort hat. Also er versucht da so einen komischen Dialekt zu machen und das im Zusammenhang mit seinem, sag mal, dubiosen Make-up mit dieser Latexmaske. Kein Wunder, dass er da die Nominierung bekommen hat. Wahrscheinlich gewinnt der Film sogar in der deutschen Synchro dadurch, weil du die normale Synchronstimme von Tom Hanks hast und zum Glück haben sie die Lieder nicht übersetzt, wie sie es ja manchmal gerne machen. Oh Gott. Na, das wäre es ja jetzt noch gewesen. Ey. Ja, wäre nicht das erste Mal. Du kannst ja die Songs von Elvis nicht übersetzen, also jetzt hört es auch mal auf. Oder? Da gab es schon Filme, ne? Also weißt du nicht mehr? Ja. Ja, aber trotzdem. Ja, aber ja. Gut, also Elvis. Ja, kann man gucken. 7,5 Punkte. Ja, ist ja auf jeden Fall Empfehlung. 7,5. Ja, ja, vorderes Regal, aber... Ich habe noch einen Film. Ich habe die Tage Filme geguckt, die habe ich schon zwei oder dreimal angeguckt, weil ich ihn so gut fand. Und Elvis muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Okay. Ich habe einen Film geschaut, der heißt Land Shark. Und muss dazu sagen, der Film, der ist von 2020, genau. Das heißt, wenn ihr auf die Suche geht, weil ihr jetzt sagt, oh, dieser Film, nee, Entschuldigung, 2022 gibt es hier einen Trailer. Hä? Okay, 2022. Wenn ihr sagt, ich will den unbedingt sehen, in der IMDb steht es als 2020, ist ja komisch. Bei YouTube gibt es einen Trailer, Landshark, in Klammern 2022, bei der IMDb steht er unter 2020. Ist auf jeden Fall ein chinesischer Creature-Horror-Film.
Und ja, was soll man da sagen? Also der ist bei Hai-Filmen, die sind ja meistens schlecht, aber der hier ist noch wirklich auf so eine komische Art schlecht. Das ist einfach total sinnlos. Es geht einfach darum, dass da ist so ein Hai, der ist mutiert, aber hat halt damit zu tun, dass so ein Pharmaunternehmen da geforscht hat, weil es ja bekannt, dass Haie sich irgendwie selber heilen können und so. Die wollen da irgendwie so ein Mittel da aus dem Hai raus und der Hai bricht dann aber aus und die haben den Hai mit anderer DNA versucht zu mutieren, nämlich mit irgendwelchen Würmern, und das führt dann dazu, dass eben der Hai sich auch an Land wie so ein Regenwurm durch die Erde durch, also so ein bisschen so eine Mischung aus allen, so Tremors, Raketenwürmer und irgendwie so viel geklaute Szenen, da ist so eine Art Free Willy-Szene, wo da so einer auf dem Boot steht und der Hai springt über ihn drüber und ist alles so ein bisschen dämlich. Und dann ist auch häufig, also die Synchronisation, ich konnte es mir natürlich nicht im chinesischen Original, da bin ich wenig sprachfest, dass ich mir das hätte geben können. Ich habe es natürlich in der deutschen Synchro geguckt und die ist echt auch nicht besonders. Da das entspricht auch diesem ganzen, ja, dem ganzen Produktionsaufwand für diesen ganzen Film. Obwohl die Effekte, also manche sahen ganz gut aus, manche sahen richtig scheiße aus. Also das hat auch eine sehr schwankende Qualität, dieser Film, von den Effekten her. Und es war noch nicht mal so, dass man sich irgendwie, der hat es so ein bisschen drauf angelegt, so eine Art Sharknado zu machen, dass das eben so in dieser Trash-Community gut ankommt, so ein bisschen witzig und ein bisschen dämlich und so, aber das ist einfach so überzogen dämlich, was da passiert ist. Und ja, deswegen von mir wirklich nur 3,5 von 10. Aber auch nicht so eine 3,5, dass man sagt, der ist so schön schlecht, den kann man sich mal gucken. Ich würde da echt abraten davon. Also auch in, ja, aber was genau hast du erwartet? Also. Naja, es können ja entweder so Filme sein, die halbwegs spannend sind. Ich denke mal so an Creature wie Crawl oder sowas. Der war ja wirklich spannend und gut und sowas. Hier habe ich aber schon sowas wie Mac erwartet. Ja, weil ich dachte, okay, so ein chinesischer High-Horror-Film. Es könnte vielleicht sowas sein wie Mac, der ja auch mit chinesischem Geld produziert worden ist. Deswegen spielt ja auch ein Großteil da in der Ecke. Der übrigens wunderbar ist, der Film. Ich finde den Mac klasse. Mac ist voll lustig auch und schön gemacht, ja. So herrlich übertrieben auch. Und ja, aber das hier, ja, war vor leider... Der Hai ist immer unterschiedlich groß. Das macht echt Lust. Es macht echt Spaß zu gucken. Es kommt übrigens Mac 2, ne? Hab ich schon mal einen Trailer gepostet. Ja. Oh, cool. Ja, aber hier Landshark, nee, das war nix. Also. Wäre was für Schläferz, oder? Nee, das ist auch wirklich zu mies. Also der ist wirklich einfach nur schlecht. Das ist, den kannst du noch nicht mal mit irgendwelchen coolen Kommentaren retten oder so. Das, oha. Ja. Deswegen, ja, von mir leider nur 3,5. Und wir gucken mal rüber in die Oscar-Nominierung und die Nominierung zur Goldenen Himbeere. News. Fangen wir vielleicht erstmal bei den Oscars an. Zumindest mal die wichtigen, dann brauchen nicht alle. Ich poste euch mal den Link hier mit rein, dass ihr vielleicht auch mal gucken könnt. Falls da irgendwas raussticht. Ich hab's schon offen. Du hast es schon offen, ja. Also ich finde natürlich, grundsätzlich sticht natürlich raus Nothing New on the West Front. All Quiet on the Western Front. Also im Westen nicht, oder ja, irgendwie sowas. Im Westen nichts Neues. Das fand ich sehr überraschend. Mit, was hat der, 9 Nominierungen? 9 Nominierungen, ja, inklusive bester Film. Ja. Also das heißt, er ist nominiert als bester nicht-englischsprachiger Film und bester Film. Das kennen wir ja von Parasite. Da war das, glaube ich, das erste Jahr, wo das sein durfte, dass ein nicht-englischer Film auch als bester Film nominiert wurde. Und die haben es ja dann gewonnen, aber das muss jetzt hier erstmal nichts heißen. Aber ich fand ihn ja auch richtig gut. Also da war, wenn ich dran denke, mir fallen da wirklich immer noch, ich habe noch so viele Szenen so präsent, gerade auch mit der Musik, mit der Untermalung und allem. Richtig gut, auch gut gespielt. Kann ich echt empfehlen. Also Netflix, haut's mal rein, müsst ihr nicht ins Kino gehen. Großer Fernseher am besten und dann wirklich mal durchgucken. Der geht ja auch etwas länger, nach Möglichkeit durchgucken, nicht irgendwie unterbrechen, weil sonst ist man ein bisschen rausgerissen. Weil man wird so in diese Welt reingezogen, die es damals gab,
dass man dann, wenn man dann plötzlich mal unterbricht und mal irgendwie einkaufen geht oder sowas und dann wieder zurückkommt, dann, ja, ich weiß nicht, wie dann der Einstieg ist, weil man dann wirklich hart reingeworfen wird. Ja, die meisten Nominierungen hat allerdings Everything, Everywhere, All at Once. Habt ihr den mittlerweile mal geschaut? Nee, leider nicht. Nope. Was ja aber quasi, ich will ihn unbedingt sehen. Ja, die Möglichkeit war da. ja, nee, ich kann ja mal gucken, ob man den Screener noch irgendwo, ob der noch geht. Ja, ist ja quasi so eine Multiverse of Madness-Geschichte im, was ist das, koreanischen Umfeld. War es koreanisch, chinesisch? Weiß gar nicht mehr genau. Asiatisch, sagen wir so. Also wo dann plötzlich eine Frau ihre verschiedenen Lebenswege so sieht, die sie hätte einschlagen können und dann, weil sie an einem bestimmten Punkt ist und sehr verrückt gemacht, sehr witzig und ich weiß nicht, ob es 11 Nominierungen verdient hätte. Ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr Film gewertschätzt wird, auf jeden Fall. Aber 11, puh. schon viel, ne? Ist schon viel. Die Fabelmanns hat, glaube ich, auch viele Nominierungen. 7. Dann von den Nominierungen her auf Platz 2 zusammen mit im Westen nichts Neues, ist ja The Banshees of Inisherin, deswegen habe ich den ja jetzt mal geschaut gehabt. Ja, wie gesagt, das ist ein sehr guter Film, aber 9 Nominierungen, ja, mal schauen. Platz 8 ist Elvis. Da kommen wir ja dann auch bei den Razzies dazu. Und dann, das waren die ich schon gesehen habe. Ne, da hinten kommt noch was. Also dann The Fablemans, den will ich noch sehen, den neuen Steven Spielberg-Film. Auch wegen den Darstellern. Tar, da hat man ein bisschen in das Sneak gehofft, dass der kommt. Bis jetzt leider noch nicht. Top Gun Maverick, den habe ich ja gesehen. Hätte ich nicht gedacht, dass der jetzt Oscar nominiert. Also so sehr, meistens kriegen ja solche Actionfilme so eher mal so Nominierung, so bester Schnitt und bestes Sound und sowas. Aber dass der hier auch als bester Film mit nominiert ist, puh. Also, kam halt gut an in den Kinokassen. Ja, deswegen machen sie, glaube ich, jetzt ganz gerne, dass sie große Kinoerfolge hier mit reinnehmen. Es zeigt sich ja dann auch an den nächsten 2 in der Liste, nämlich 5 Nominierungen für Black Panther, Wakanda Forever und 4 Nominierungen für Avatar, Way of Water. Dann die ein bisschen, Babylon hat ein bisschen gefehlt an der Kinokasse, hat aber trotzdem 3 Nominierungen, wobei das natürlich viel zu wenig ist für den Film mit diesen Erwartungen und mit dieser Star Power und mit dem Aufwand, der da getrieben wurde. The Batman, den hat ja der Chris auch gesehen. 3 Nominierungen. Ja. Das ist tatsächlich nicht so groß in Erinnerung geblieben, deswegen, puh. Bestes Make-up sehe ich hier. Bestes Make-up, beste Visual Effects, das sind schon mal 2. Und bester Sound, also nicht die Hauptkategorien. Also da denke ich mal, da hat er vielleicht doch irgendwie Chancen. Wobei Make-up ist eigentlich auch so ein Thema bei All Quiet on the Western Front. Dann eine Nominierung oder 3 Nominierungen für Triangle of Sadness, habe ich mich auch sehr gefreut. Den hatten wir auch in der Sneak Preview gehabt. Und der hat mich auch nachhaltig geprägt, der Film. Den fand ich richtig gut. Da hattet ihr letztens noch keine Möglichkeit, den zu sehen. Da haben wir keinen Screener bis jetzt bekommen. Also da gab es wirklich nur die Möglichkeit, den mal im Kino zu sehen bis jetzt. Also richtig verdammt gut. Also da habe ich mir auch schon die Blu-ray vorbestellt, weil interessiert mich auch so ein bisschen das Drumherum. Ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen Making-of dabei ist. Oder Regie-Kommentar oder sowas. Dann The Whale, der Film, wo Brendan Fraser hier quasi wieder aus der Versenkung. Auch für bester, der ist ja für bester Schauspieler nominiert für die Rolle. Also das, The Whale würde ich gerne sehen. Ich meine, der hat ja teilweise Standing Ovations für den Film bekommen und so. Klingt gut. Hoffe ich ein bisschen auf The Sneak vielleicht. Mal gucken, ist da noch ein bisschen Zeit, bis der anläuft. Der Chris lacht schon. Oh nee, da kommt nur Scheiße in das Liga. Brauchst du gar nicht. Wir hatten ja auch Babylon. Der Teufel tun, sowas zu sagen. Nee, wir hatten ja, also aus der Liste, wir hatten Babylon, wir hatten The Way of Water hatten wir in der Sneak Preview. Also das ist schon mal top, schon mal 2. Triangle of Sadness. Was hatte ich gesagt? Triangle of Water. Ah ja, genau, weil ich habe gerade Avatar Way of Water gelesen. Triangle of Sadness, genau. Sehr, genau. Wir hatten schon mal 2 aus dieser Top-Filmliste. Das ist schon mal ein guter Schnitt. Also es gab Jahre, da hatten wir gar nichts in der Sneak.
von denen. Und gab auch Jahre, da hatten wir mehr, aber das ist schon mal ein guter Schnitt. Die nächsten zwei kenne ich gar nicht. Living und Woman Talking, das sagt mir gar nichts. Hm. Mal schauen. Aber von den besten Filmnominierten und von besten Darsteller versuche ich mal alle zu schauen. Das heißt, mir fehlt auf jeden Fall noch Tar und dieser Woman Talking auch und The Fabelmans muss ich unbedingt noch gucken. Und das läuft bloß alles blöderweise sehr, sehr knapp vor den Oscars an. Deswegen hoffe ich da mal ein bisschen auf die Sneak. Ich spreche es frei heraus. Ich hoffe da auf die Sneak. Ja, mal schauen. Als beste Schauspielerin ist auch Ana de Armas für Blond nominiert. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Da hätte ich auch die Möglichkeit, den gibt es ja im Streaming. Und du hast den schon gesehen, oder? Ich habe den hier im Kinocast vorgestellt, ja. So, und jetzt kann ich nämlich gleich die Überleitung machen. Sie ist nämlich auch, oder der Film ist nämlich auch nominiert als schlechtester Film. Blond. Ja. Und auch, ist sie als schlechteste Darstellerin? Nee, als schlechtes Darsteller nicht, aber schlechtestes Remake oder Sequel ist auch Blond nominiert. Und genau, Darstellerin, nee, Nebendarsteller, Xavier Samuel. Wer hat denn den gespielt, weißt du das? Kann ja offensichtlich nicht Marilyn Monroe gewesen sein. Vielleicht irgendwie, vielleicht hier einen der Kennedys oder so. Wer weiß. Das kann sein, ja. So, gehen wir nochmal durch. Goldene Himbeere 2023. Schlechtester Film nominiert, Blond. Disney's Pinocchio, den gibt's den nicht irgendwo auf Netflix, ne? Dann Good Morning, aber Morning wie Trauern, also Morning, M-O-U-R. Kenne ich noch nicht. The King's Daughter und Morbius. Morbius, schlechtester Film. Aber meistens, ja. Meistens nehmen sie ja ganz gerne solche, sag mal, solche Top-Filme rein, weil das umso, wenn so Leute enttäuscht sind von solchen Top-Produktionen, dann nehmen sie die ganz gerne als schlechtesten Film. Ja, bei Morbius, was soll ich sagen? Den hast du ja gar nicht geguckt, oder? Hast du den auch? Nee, der ging zum Glück an mir irgendwie vorbei. So schlecht fand ich den nicht jetzt als schlechtesten Film, weiß ich nicht. Er war, erstaunlich belanglos für so einen Superheldenfilm, aber trotzdem ganz gut gespielt an manchen Stellen. Schlechtester Schauspieler. An manchen Stellen ist halt auch geil. Das ist eine richtig gute Aussage. Ja, das war schon ganz gut an manchen Stellen. Das war am Anfang und am Ende. Aber also dieser, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob bei wer streamt es, ob da dieser Good Morning irgendwo drin ist. Wer streamt es? Weil es scheint ja irgendwie Good Morning, den gibt's da gar nicht bei wer streamt es. Good Morning Lucille gibt's nur 2014. Also dieser Good Morning, weiß gar nicht, wo der läuft oder ob der nur einen sehr begrenzten Start hatte oder was das überhaupt ist. Auf jeden Fall, der ist so ziemlich für alles nominiert. Also schlechtester Schauspieler, Carlson Baker, AK Machine Gun Kelly. Oh Gott, ja. Okay. Gott. Dann auch noch Marmaduke, Disney's Pinocchio, Tom Hanks auch nominiert als Geppetto, Jared Leto für Morbius und Sylvester Stallone für Samaritan. Ja, weiß ich, fand ich jetzt nicht so schlecht. Also, ja, okay. Schlechte Schauspielerin, Bryce Dallas Howard für Jurassic Park Dominion. Das, Diane Keaton, Meg and Rita, Kaya Scodelario für King's Daughter und Alicia Silverstone für The Rekang. Den habe ich doch vorgestellt, The Rekang, der Hai. Könnt ihr euch erinnern, wo ich gesagt habe, boah, war der schlecht. Ja. Wo die da auf diesem Floß abtreiben von dieser thailändischen Insel und sich dann da erwehren müssen. Und du siehst die ganze Zeit eigentlich keinen Hai. Also der war. Und Alicia Silverstone, hey, das ist furchtbar. Da hat sich nichts Gutes mit dem Film getan. Schlechtestes Remake hat man schon, Blond. Dann beide 365 Days Sequels. Es gab ja mal diesen schwülstigen Erotikfilm auf Netflix, der so ein Überraschungshit wurde, so ein polnischer Bumsfilm da war das, wo die irgendwie angeblich Live-Sex hatten in dem Film so und alle so, Skandal und so. Und dann haben sie da ja offensichtlich, ich glaube, 365 Days hat, glaube ich, sogar hat, glaube ich, schon mal eine Goldene Himbeere gewonnen, ein paar Jahre vorher, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt sind die beiden Sequels noch nominiert, die alle beide 2022 rauskamen, von denen ich nichts gehört habe. Disney's Pinocchio scheint echt nicht so gut zu sein. Firestarter, das Remake, da hat sich ja sogar Drew Barrymore geäußert, weil ja die junge
Darstellerin, wurde ja eigentlich auch nominiert, aber die hat man dann wieder zurückgezogen, weil die ist erst 9 Jahre alt oder so. Den gibt es jetzt bei Sky, Firestarter. Mhm. Habe ich auch schon in der Liste gesehen gehabt. Dann Jurassic World Dominion ist auch, würde ich sogar unterschreiben. Das fand ich echt mies. Den Film habe ich auch hier schon drüber gesprochen. Nebendarstellerin Penelope Cruz und Bing Bing Fan für The 355. Und Bing Bing Fan sogar für The King's Daughter. Der muss echt schlecht sein, The King's Daughter. Und Mira Sorvino für Lamborghini. The Man Behind the Legend. Habe ich auch noch nie gehört von dem Film. Hm. Also manchmal graben die hier Sachen aus, ne? Und hier, schlechtestes Leinwandpaar. Wir hatten ja vorhin Elvis. Tom Hanks and his latex face mask. and his ludicrous accent für Elvis. Ja. Hm. Was haben wir denn noch so Schönes? Oh, schlechtester Regisseur Robert Zemeckis für Pinocchio. Pff, oh, Robert Zemeckis. Ich glaube, ich muss mal Pinocchio gucken, ob der wirklich so schlecht ist. Aber gibt's Disneys Pinocchio nicht bei Disney Plus? Ne? Könnte also sein. Weil du gesagt hast, Netflix? Ja, irgendwo gab's den im Streaming. Wahrscheinlich, du hast recht, wahrscheinlich auf Disney Plus, wenn es Disneys Pinocchio ist. Dann, was haben wir denn noch? Was wollte ich denn gerade vorlesen? Ach ja, genau, Judd Apatow für The Bubble, den fand mir auch irgendwie weird, dieser Film. Der war, glaube ich, auf Netflix, wo diese Schauspieler da in dieser Bubble, in diesem Hotel da diesen Film drehen sollen und alles irgendwie eskaliert. Der erstaunlich mies war, der Film. Auch, ja. Hätte sogar wahrscheinlich die schlechteste Regie verdient gehabt, der Film. Da war wirklich so gut wie keine Regie zu spüren. Drehbuch für Blond, Pinocchio, Good Morning und Jurassic World, ja. Und ich habe es nochmal unten zusammengefasst, die meisten Nominierungen pro Film. Blond mit 8. Good Morning mit 7, Pinocchio 6, Morbius 5, The King's Daughter 3, Jurassic World 3 und Elvis 2. Wen es interessiert, kann sich am 11. März, also einen Tag vor den Oscars, über den Livestream auf YouTube bei der Razzie Academy sich die Verleihung anschauen. Vielleicht sind ja dann irgendwelche von den nominierten Darstellern mit anwesend. Hat ja damals... Als ob. Doch, haben schon einige gemacht, was ja immer ein riesen Bohai ist, wenn dann doch mal einer kommt. Sandra Bullock hat das sehr charmant gemacht und sie hat damit so viele Herzen gewonnen mit ihrem Auftritt. Und ja, vielleicht kommt ja mal jemand vorbei, wer weiß. Zumindest die, die nicht gleichzeitig Oscar nominiert sind, die haben ja an dem Abend nicht viel zu tun. Die können da vielleicht mal vorbeigucken. Okay, so, das war dieser Block. Auf zu den Serien. Serien. Kate, auf geht's. Ich bin gespannt. Ich habe angefangen, die Serie Shrinking zu gucken. Die ist neu und gibt's bei Apple TV Plus. Es gibt jetzt schon 2 Folgen. Es kommt jeden Freitag eine neue Folge raus. Ich habe die ersten 2 Folgen auch schon geguckt. Und es geht um Jason Segel, den uns allen bekannten Schauspieler aus How I Met Your Mother. Jason Segel spielt Jimmy Laird. Jimmy ist absurderweise erkläre ich euch gleich warum, Therapeut, Verhaltenstherapeut und muss sich jeden Tag die Sorgen und Nöte seiner Patienten anhören. Und würde denen am liebsten gerne mal Tacheles reden. Stattdessen gibt er ihnen immer gut gemeinte Ratschläge und hört ihnen zu, bestärkt sie und versucht so, ihnen ein bisschen mehr Mut zu machen, aber nie so wirklich, jetzt reiß dich doch mal zusammen oder das ist das kleinste Problem. So, was man halt manchmal ganz gerne sagt, wenn jemand sich über Kleinigkeiten aufregt. Problem an der ganzen Sache ist, dass Jason Segel, also Jimmy, selber ein Riesenpaket mit sich rumträgt, denn vor einem Jahr ist seine Frau gestorben. Und seitdem verliert er sich ganz schön. Die Lily? Er hat den Kontakt, die, ich weiß nicht, wie die heißt. Nee, es war ein How I Met Your Mother Witz. Nicht verstanden, okay, mach weiter. Ach so, Lily, jetzt hab ich's verstanden. Ich hab's verstanden. Jetzt hab ich's verstanden. Er hat sich sehr, sehr verloren. Problem an der ganzen Sache ist, die beiden haben eine Tochter. Teenager namens Alice. Und er hat auch den Kontakt zu ihr ziemlich verloren. Und, who the fuck is Alice? Ja. Die Tochter hat sich so ein bisschen an die Nachbarn gewandt. Da ist ein Nachbarpaar, was wohl auch befreundet ist. Und die Mutter hat so ein bisschen
ein Auge auf sie geworfen und die essen regelmäßig zusammen und sie vertraut sich der so ein bisschen an und hat sie ein bisschen aufgefangen, als der Vater eben sich in seiner Trauer verloren hat. Und die Praxis, in der Jimmy arbeitet, gehört Dr. Phil Rhodes, gespielt von Harrison Ford, der quasi auch ein bisschen sein Therapeut ist. Also der Therapeut geht zum Therapeuten. Und das ist eine extrem charmante Serie, die teilweise sehr, sehr lustig ist und dann plötzlich auch wieder ganz, ganz ernst. Und das ist richtig, richtig gut gemacht. Also schauspielerisch top. Also ich, klasse Besetzung, die Schauspieler sind prima, die ganzen Dialoge sind witzig, teilweise sehr raffiniert, teilweise sehr traurig und düster. Und wo die ganze Serie hingeht, finde ich sehr lustig, denn Jason Segel, dem reißt der Geduldsfaden in einer seiner Sitzungen. Also der hatte einen richtig beschissenen Morgen, seine Tochter wollte nicht mal mit ihm frühstücken, schweige ihn angucken und ist direkt zur Schule gegangen und er hat noch einen Kater vom Trinken am Abend davor. Und eine seiner seine Patientinnen, die mal wieder Ärger mit ihrem Freund hatte, oder Mann, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die verheiratet sind, ich glaube aber nicht, hat wieder meckert wieder darüber rum, wie gemein er ja eigentlich zu ihr ist, aber er liebt sie ja und so. Und dann platzt ihm der Geduldsfaden und rastet quasi aus und meint so, jetzt reicht's langsam, verlass diesen Idioten, fang von vorne an, zieh zu deiner Schwester nach Montreal, fang einfach neu an, der Mann tut dir nicht gut und keine Ahnung. Sie sitzt da komplett geschockiert und sagt, okay, mach ich. Und was sich erst als hirnrissige Idee rausstellt, kommt dann raus, dass das eine verdammt gute Idee ist und es dem Mädchen viel, viel besser geht und sie jetzt bei ihrer Schwester ist und da eine gute Zeit verbringt und dort ein neues Leben anfängt. Und so merkt er, dass sein in Anführungsstrichen neuer Therapieansatz vielleicht gar keine so dumme Idee ist und will das weiterführen und versucht es dann bei einem zweiten Patienten durchzusetzen. Und weiter will ich noch nicht erzählen, weil es passieren sehr lustige Geschichten schon in den ersten zwei Folgen. Und trotz allem merkt er natürlich, dass er seiner Tochter wieder näher kommen muss und Harrison Ford, wie gesagt, hilft ihm dabei. Und das ist eine sehr, sehr lustige Kombi. Ich habe nur zwei Folgen gesehen und finde die Serie jetzt schon super. Angucken. Klingt auch sehr geil, also muss ich ehrlich sagen. Ja, holt mich sehr ziemlich geil. Ab. Allein, weißt du, du lernst ihn kennen, du weißt nicht, was er arbeitet. Also wenn du die Geschichte nicht kennst oder nicht irgendwie gelesen hast, um was es geht, guckst du dir die Serie an, denkst du, Alter, was ist denn das für ein kaputter Idiot? Und dann, oh Gott, der hat eine Tochter. Und dann läuft der in seine Arbeit rein und denkst so, was, der ist Therapeut? Das ist halt das Skurrile daran. Und aber es ist cool. Ja. Klingt sehr spannend. Schon wo ich das Bild gesehen habe mit den Darstellern, dachte ich, okay, will ich gucken. Und wir haben es ja auch auf der Hausaufgabenliste für Fortsetzung folgt. Da werde ich auf jeden Fall reinschauen und bin da auch gespannt. Ich darf bloß nicht zu früh reinschauen, sonst habe ich wieder die Hälfte vergessen, wenn wir es dann dran nehmen. Deswegen, das Alter lässt grüßen. Deswegen muss ich da noch ein bisschen warten, dass ich das ein bisschen frischer dann in Erinnerung habe. Genau, weil das ist erst am 21.02. dran. Jawohl. Sehe ich hier gerade in der Liste. Ja, hast du noch Zeit. Bis dahin kommen ein paar Folgen. Ja, da kann ich dann noch ein bisschen was gucken. Ja. Okay. Ich habe einen Netflix-Hack. auf den sind wir gespannt. Durch Zufall gekommen bei Fortsetzung folgt. Und zwar der Daniel bei uns, der hat uns eine Serie vorgeschlagen, die wir gucken sollen auf Netflix. Wir haben die alle nicht gefunden. Die gab es bei uns nicht in der Liste. Und dann haben wir irgendwie überlegt, wie kann das sein? Und der Daniel hat sein Netflix irgendwie per Default war das in der Sprache, in der Profilsprache auf Englisch eingestellt. Das heißt, also direkt im Profil, jetzt nicht bei der Wiedergabesprache oder sowas, sondern direkt im Profil auf Sprache. Und da bekommst du Serien angezeigt, die für unseren Raum freigegeben sind, von der Lizenz her, die Netflix hat, die aber nicht erscheinen, wenn du es auf Deutsch hast, weil für die Serie zum Beispiel keine deutsche Tonspur zur Verfügung steht. Also unser konkretes Beispiel war Kim's Convenience, eine amerikanische Comedy-Serie über
koreanische Einwanderer, die so einen kleinen Convenience-Store führen. Und die hatte der Daniel vorgeschlagen gehabt und wir haben die alle nicht gefunden. Wir haben da diverse versucht irgendwelche, der hat uns sogar den Link geschickt und wir versucht ihn zu öffnen, ging nicht bei uns. Und dann haben wir festgestellt, nö, wenn du es umstellst. Und witzigerweise gibt es eine ganze Reihe von Serien, die auf Englisch verfügbar sind. Und wenn Netflix die Lizenz hat für Europa, für ganz Europa zum Beispiel oder für Deutschland auf jeden Fall, aber keine Tonspur auf Deutsch verfügbar ist, ist gerade bei Comedy-Serien so oder manchmal auch Dokumentationen, dann sind die im deutschen Netflix nicht drin, wenn das Profil auf Deutsch eingestellt ist. Das heißt, da kann sich ja für manche eine ganz neue Welt eröffnen. Deswegen versucht es einfach mal, schaltet mal oder versucht mal in eurem Netflix, in eurem aktuellen, sucht mal nach Kim's Convenience, der Serie. Und die werdet ihr nicht finden, dann schaltet ihr mal um auf Englisch euer Profil und ja, checkt dann mal und dann seht ihr die auf einmal. Aber wie ist das jetzt, wenn ich jetzt, wir haben ja zwei, also der Chris hat einen Zugang und ich habe einen Zugang. Wenn ich jetzt mein Profil auf Englisch umstelle, dann sei es auch umgestellt? Kann ich dir nicht beantworten, musst du mal probieren. Also so, okay. Bin ja kein Admin von, aber du kannst ja glaube ich in dem Profil, wenn ich jetzt bei mir drauf gehe auf Manage Profiles und jetzt gucke ich hier meins ist jetzt auf Englisch Language. So, jetzt mache ich mal hier bei den Kids, was da das Profil, nee, weiß ich nicht. Nee, da ist auf Deutsch. So. Okay, also kann das profilmäßig umstellen. Ja, interessant, das probiere ich nachher mal aus. Ey, ansonsten, da ist ja jetzt nichts dabei. Selbst wenn du es auf Englisch umstellst, die Serien, die Poster und alles, ist ja trotzdem alles so. Ja, ruhig mal probieren. Ich werf mal hier den unter unsere Tabelle, werfe ich mal die Serie rein, um die es ging, wo wir es gemerkt haben, Kim's Convenience. Also wenn ihr versucht, die in eurem Profil zu öffnen, kommt die nicht. Und wenn ihr sie auf Englisch umgestellt habt, es steht sogar auf Deutsch sogar der Text drunter. Eine koreanisch-kanadische Familie, die in Toronto einen Minimarkt leitet, hat mit Kunden einander und einer sich schnell verändernden Welt zu kämpfen. Steht sogar auf Deutsch da. Das finde ich aber echt, aber das ist aber eigentlich klar, das ist tatsächlich so, dass alle Netflix-Serien immer deutsch synchronisiert sind. Es gibt ja keine OV-Serie. Prime Video? Noch nicht. Wenn du es umstellst, dann ja. Ja, bei Prime Video gibt es das ja, dass du teilweise auch Episoden oder Folgen nur im englischen O-Ton hast, bis dann irgendwann mal das aufgerüstet wird. Das gibt es auch schon. Das ist spannend. Ich probiere das nachher mal aus. Probier es mal aus, genau. Und dann hast du auch die im englischen Original dann, also die nur auf Englisch verfügbar sind, witzig, relativ frühzeitig. Also wenn zumindest Netflix die Rechte hat für ganz Europa, ja, dann ist es bei uns mit dabei. So, das war zu dem Hack. Wisst ihr, liebe Hörer, noch andere Hacks, wie man an Sachen rankommt, wie man das vielleicht bei Disney Plus, wie man da mehr sehen kann. VPN gilt außer nicht VPN. Als Hack. Ja, VPN ist ja bekannt eigentlich. Aber das macht es halt auch ein bisschen langsamer alles, wenn du da einen VPN-Tunnel machst. Ne? Je nachdem, wie viel du bezahlst für deinen VPN-Tunnel. Okay, dann haben wir für euch noch ein bisschen Musik auf die Ohren. Musik. Kate, was ist deins? Ich habe ein bisschen älteren Song ausgegraben, der ist mir durch Zufall über den Weg gelaufen, den ich sehr schön finde, und zwar von Kobe Calais, Try. Try, da ist er, 3 Minuten 44. Das packe ich jetzt auf unsere Kinocast Songs Playlist auf Spotify. Chris, was gibt's bei dir Schönes? Ich habe einen ganz neuen Song ausgegraben von Clüso und Deichkind. Auch in Bentley wird geweint. Okay, ist soeben auf unserer Playlist gelandet. Und ich habe letzte Woche eine Band entdeckt, neu entdeckt. Auch was, ja, also für mich war sie neu. Also die gibt es natürlich schon eine Weile. Die heißt She Passed Away und wie man das an dem Titel schon, an dem Bandnamen schon hört, das ist eine türkische Post-Punk-Gothic-Band und die singen auf Türkisch, aber das klingt echt geil. Ich habe da wirklich durch alles mögliche durchgehört bei Spotify und da packe ich mal den Song Du Du Dunja drauf, genau. Die kommen nämlich auch demnächst ins Witzemann, da bin ich irgendwie drauf gekommen, so, hä, was, eine türkische Gothic-Band, sehr interessant. Und da hab mal auf Spotify mich durchgeklickt, das klingt echt geil. Ich bin nah dran, mal reinzugehen ins Witzemann, wenn die da sind. Jo, dann sind wir auch schon durch für heute, für die Sendung. Dann schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Und
Ja, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Teilt die Folge, lasst uns Liebe da auf den diversen Plattformen, gebt uns ein paar Sternchen, ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Dann bis morgen oder bis nächste Woche oder bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüssi. Der Kinocast.